Du hast ja dein Getränk holen. Du meinst dein Trinken. Geh jetzt gleich erst los. Ach so. Okay. Dann warte kurz. Ich brauche noch einen Moment, bis ich da bin. Moment. 7, 12, 16, 14. Okay. Habe ich. Die Gatling habe ich ausgewählt. Schaffst du bestimmt in 5 Minuten. Ja. Genau. Musik? Ist die Musik laut? Könnte. Weiß ich gerade nicht. Gatling. Oh doch, ich könnte mich drücken. Dann bist du aber kein echter Splatoonianer und ich sage fürs Big Run ab. Nein, Quatsch. Aufzug betreten. Aber was ist eigentlich deine Vorgehensweise, Hesby? Du wählst einfach, schwer, extrem. Ah, der League. Das ist wohl eine Schwäche von uns beiden, dass wir Leaker sind. Scheiße. So, Moment. Ich meine, so verdient. Ich meine bei mir, aber ich überlege, ob ich das wieder absage. Vielleicht greift das ja ein anderer einfach auf. Oder so. Das ist. Gewisse schwere Gegner sind dagegen. Ja, die Stoßwirkung. Das ist irgendwie alles doof. Wir nehmen die Stoßwirkung einfach da hinzu. Hätte. Eigentlich ist Dota schuld. Wenn Dota das nicht explizit geschrieben hätte, hätte das jeder einfach so hingenommen, weil es wurde ja nirgendwo irgendwas genannt. So, ich sehe mich da nicht in der Schuld. Es ist definitiv der Herr Joker. So, hier gegen, ne? Guck mal. Das sieht doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus. Es ist halt doch eine Frage. Oh. Wie es aussieht, wenn wir in die höheren Etagen kommen, ne? Mit dem Aufladen der Waffe und so. Könnte gar nicht so schlecht sein. Ich sehe mich auf jeden Fall bei dieser Waffe. Komm, komm. Noch schneller voll machen. Sehr gut. Guck mal, Etage 1 haben wir. Wir folgen. Das ist ein Duell. Drohnenheulboje. Ja, es wäre eigentlich eine nicht schlecht. Wollen wir Fische jagen? Aufladefrühstarter ermöglicht das Starten einer neuen Spedling-Ladung, noch ehe die vorige verschossen ist. Ach, oh. Okay. Das macht ja Sinn. Nehmen wir. Wir machen uns ganz violett. Wie es aussieht. 2 Stück nehme ich schon. 4 Leben. Ich habe auch 4 Leben. Zack. Wir gehen zum rechten Portal zuerst. Ja, zum rechten Portal. Machen das Beyblade kaputt. Einmal gehen in die Bubble und Bubble kaputt. Zack, haben wir das doch auch schon. Bisschen Rüstung. Schalten. So, haben wir das schon. Guck mal, wie schnell das geht. Zack. 5 Minuten später, Etage 30. Drohnenlader Turbo gibt einen Bonus dazu. Man sieht halt leider nicht, was es ist. Ne? Tintenflaschenhäufigkeit ist nicht so schlecht. Standattacke gefällt mir eigentlich gar nicht. Tintenflaschenhäufigkeit nehmen wir einfach mal. Ne? Dann können wir nämlich auch mal das mit dem Turm nochmal machen. Aber jetzt ernsthaft, Vasco, wann planst du das denn? Wann planst du deinen Ruf? Wann bringst du Ordnung ins Leben? Einmal durch, können wir direkt hoch. Ah, nee, das ist gar nicht so hoch.
Schaum. Achso, wann kann ich jetzt. Während dem Schießen kann ich wirklich schon laden, ne? Wenn ich meine Pizza verbrüht habe. Heute machst du Ruf zur Ordnung. Let's go. Ui! Da kommen die Fische ja schon. Komm schnell jetzt hier. Ich kann mir selber cool gehen. Rein. So. Zack. Richtiger mentaler Support von uns. Richtig gut. Ich habe deswegen hier, guck, guck, es ist da, violett, violett, grün. Ich habe euch ja auch schon in meine Palette gesetzt, als Unterstützung. Ich hatte es mal geplant, ja, siehst du, siehst du. Hauptverbrauch, mega gut, Kleckskraft, auch mega gut. Reichweite, Reichweite ist richtig schön. Ich nehme ein bisschen Verbrauch, aber erstmal. Schon wieder violett. Kugeln. Achso. Na! Oh, der hat aber einen starken Magnet, sehr schön. Das hätte schief gehen können. Zu gucken, dass er dieses Ding vielleicht wieder runter macht. Genau. Dann können wir nämlich mal hier hinschießen. Und dann würde das ja gleich wieder hochgehen, aber es dauert wahrscheinlich zu lange. Ich gehe außen rum. Okay, es dauert nicht lange. Jo. Wie kostet das DLC eigentlich? 30 Euro? Boah, das ist so lange her, wo ich das gekauft habe. Weiß ich nicht. War das 30? Ich habe das ja gekauft. Damals, als das schon rauskam. Da war das ja noch gar nicht draußen. Automatenecke. Könnten wir jetzt hingehen. Aber noch ist es einfach. Wir sollten uns ein Power abholen. Grundader Power-Konservenhäufigkeit. Ja, lass mal Fische jagen. Wir jagen jetzt mal die Fische. Was, 30 Euro? Könnte ich, würde ich schon zutrauen bei Nintendo. Tatsächlich. 3 Fische. Okay, einer ist hier unten. Fast. Fast haben wir ihn bekommen. Die ganze Ladung für den dicken. Ja, krass. Einen haben wir. Schnell hier hoch. Sehr schön. Gucken wir. Links müsste dann auch einer sein. Da. Schade. Den haben wir. Den letzten noch. Jetzt ist leider ganz, ganz runtergelaufen, ne? Ist egal. Guck mal, der hängt in meiner Glitzertinte fest. Jetzt leider nicht mehr. Da hinten ist er. Da muss er nur kurz hier. Da. Da haben wir ihn doch. Geschafft, ohne einmal zu sterben. Und Hespi sagt, sie könnte kein Splatoon, ist aber einfach. Ich mach mir mal einen Screenshot hier. Ich möchte einen Beweis-Screenshot. Glückwunsch, sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ja schon seit 15 Stunden dran und sie macht es einfach im zweiten Run. Das ist einerseits frustrierend, andererseits freut mich das natürlich sehr. Scheiße. Krass, aber welche Waffe hast du jetzt benutzt? So, Brechstoßwirkung, Projektilhopf. Ja, das nehmen wir.
ohne einmal zu sterben. Das ist eine Ansage. Das ist krass. So. Ja, du bist auch Shooter-Spieler, ne? Du müsstest krass sein. Alles andere akzeptiere ich nicht. Apex, Genie und so. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Neben Tubal bist du, glaube ich, der Einzige, wo ich kenne, der das durch hat. Fällt auch. Dota, Vasco, die haben das, glaube ich, alle nicht gespielt. Du bist also neben Tubal Top-Player hier einfach jetzt. Mist. Splatoon finde ich aber schwieriger als Shooter. Splatoon finde ich halt auch nicht einfach, tatsächlich. Tut mir auch immer sehr, sehr, sehr schwer. Automatenecke, schon wieder. Drohnenturbo, Explosionsstoßwirkung. Wir nehmen das hier. Warte, das ist doch bestimmt. Das ist krass. So. So, Vasco, du bist dran. Ja. Pizza müsste jetzt weg sein. Jetzt erwarte ich von dir ebenfalls Großes. Ich bin nur da, um euch anzuspornen, nicht zu zeigen, wie es geht. Ich nehme dann übrigens, wir hatten ja mal kurz einfach aus Spaß drüber gesprochen, ob wir nicht einen gleichzeitigen Run machen in Ruf zur Ordnung und gucken, wer schneller oben ist. Ich ziehe das zurück. das steht nicht mehr. Ich sage den Termin hiermit ab, der noch gar nicht stand. Wir machen ihn heute alle platt, oder? Das wäre schön. Einmal hier hoch. Zack. Wie viel der hier einfach reinbraucht, ne? Das gerade ist aus dem Ofen. Ja, okay. Das ist wie beim Sportunterricht damals. Visuelles Lernen. Die beiden wissen halt schon, worauf sie achten müssen. Genau. Nächster League. Nein, das ist. Ja, du hast einen Kappa geschrieben, okay. Aber das war auch nur ins Humor-Räumlein geschrien. Drohnenklecksbombe, ist ganz cool. Nehmen wir einfach mal mit. Ich komme immer noch nicht über meine Bandnudeln. Ah, das ist Verteidigung? Ich müsste doch irgendwann mal gucken, was ich mache. Guck mal, rechts kommen auch ein paar. Aber die können wir noch hier wegbanden. Zack. Das passt. Das sollte kein Thema sein. Guck mal, das geht gut. Die schweren sind ja erst ab 20, wenn du keine Wahl mehr hast. Also wenn du Gefahr oder Extrem nehmen musst. Dann bist du ja der, dann wirst du ja gekillt. Das ist ja das Problem. So, das haut dich ja weg. So wie es letzte Mal hatte, lief ja alles in Ordnung. Und es kommt dann ein Level, was ja so überladen ist, weil du extrem, vielleicht hast du noch extrem mit Gefahr gemischt. Guck mal hier, wieder. Ich habe jetzt hier zwei Extreme. Und die sind natürlich hart. Die sind halt richtig hart. Und die will ich eigentlich nicht machen, wenn mir die zu schwer sind. Verringerte Zufallsstreuung. Deswegen bleibt uns jetzt erstmal nur das hier. Ich trinke jetzt schon so viel, ich muss wahrscheinlich so 5 Minuten auf Toilette oder so, ich weiß nicht. Ich habe sogar überlegt, wenn ich das durch habe, ob ich nicht ein Schlumpfen-Projekt anfange. Aber keine Ahnung.
kann mal gucken. Ah, schon mal gerade die Spellblade da. Kann schon gerade ein bisschen durch die Prärie juckeln. Okay. Getroffen. Jetzt muss ich aber die Horde ein bisschen loswerden, weil sonst wird mir das alles ein bisschen zu bunt. Wie die Spieler sich gegenseitig einfach hier wegmocken, ne? Okay, ich mach die Welt. So. Stop it! Okay, wir machen die Kugel. Ist ja jetzt schon so viel hier. Machst du noch einen Run, Hesby? Gucken, ob du es nochmal vor mir schaffst. Du kannst ja jetzt anfangen, die Rüstungen freizuschalten. Und die Story und alles. So, der ist jetzt schon leer. Auf zum Boss. Es gibt den Ball, es gibt den Kreisel. Wenn die Horde kommt, dann wäre es am besten, glaube ich, jetzt. Okay, ist der Ball. Definitiv. Das hätte sich das Geld ja nicht gelohnt. Siehst du? Hau rein. Welche Waffe ich überhaupt hatte, das weißt du nicht? Der Ball ist schon so cool. Ja, das ist mal gefährlich. Mal aufpassen, wenn der hier aufbammt, dass man das auch sieht. So, ein paar Fische wegmachen, damit wir es. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ist einfach ein bisschen gechillt uns hier ranarbeiten. Hauptsache, wir kommen durch. Die Zeit ist erstmal egal. So, erste ist kaputt. Erste Kette weg. So, wir könnten ihn jetzt hier mit der Kugelbombe mal angreifen. Da. Hier, nimm das. Jo, die hat ihn weggeschubst. Nein, war das nicht geplant. Die Dicke. Okay. Voll drauf. Boah, ist der hoch. Ist der hoch. Einmal drüber springen. Hat er so ein Schwert. Die Schweren gehen ja auch immer auf den, ne? Also nicht, ob das uns irgendwas bringt. Ich würde eher Nein sagen. Guck mal, das Aufladen ist sehr, sehr, sehr langsam, ne? Vielleicht kriegen wir da in die Richtung auch nochmal irgendwas rein. Würde uns ja bestimmt schon helfen. Okay. Letzter Ball. Auf, auf. Wo landet er? Da. Ne, ich mache jetzt Kugelbombe. Das ist eine gute Idee. Das ist der richtige Moment dafür. Ist der für mich aber der einfachste Boss von allen? Der hier. Der ist ruhig. Perfekt. Jetzt habe ich nochmal riskiert, nicht mehr auf die Ads zu gehen. Mit allen Waffen. Du denkst jetzt noch mit Bogen, mit Splatana. Du musst ja immer den Boss damit besiegen. Das ist wirklich eine Aufgabe, wenn man das macht. Aber ich meine, je mehr du deine Sachen ja hast. Explosionsradius. So einfacher sollte es ja eigentlich werden. Fische jagen. Habe ich nicht drauf geachtet. Verdammt. Aber ist egal. Wir stellen uns jedem. Das ist überhaupt gar kein Thema. Ich
bin ja höchst flexibel und guter Dinge. Wo treffe ich dich? Hey! Bleib stehen! Dankeschön. Nur die anderen. Da hinten. So Fliesen. Das sind so richtige Toilettenfliesen einfach. So wie man das aus den alten Häusern kennt. Ach, ich habe eine Coolbombe, ne? Die drücke ich den, glaube ich, rein hier. Da. Tschüss! Ja, perfekt. Hat funktioniert. Ja. Coolbombe ist cool. So, Drohnenklecksbombe. Extrem. Kann sich noch einer das Tutorial ändern, welchen man irgendwann nicht mehr ausweichen kann? Und da der Turbo interessiert mich aber auch gar nicht so. Obwohl. Ne, wir nehmen die Konserven. Kriegen wir nochmal ein Vasco in unsere Palette. Ist ja nicht zu verachten. Hm. Überlegst du es eigentlich zu holen, Dota? Oder warum die Geldfrage? Eben. Glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist für dich abgeschrieben. Hm, ist ja viel. Du spielst auch fast gar kein Splatoon mehr. Boah, ist das viel hier. Oh, die CD ist gut. Die nehme. Noch eine Platte? Krass. Oh, ich wurde getroffen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du getroffen wirst. Also das Schlimmste, bevor man stirbt, ne? Sollte klar sein. Das Schlimmste ist ja natürlich der Tod selbst. Wenn es noch ein paar kommen, ja genau. Jetzt können wir ein bisschen cool zünden. So, ein bisschen aufräumen hier. Dann passt das. Dann können wir den hier nämlich weiter hochspielen. So. Das haben wir. Tinte ein bisschen erhalten. Dann müssen wir hier weiterlegen. Weg wieder zurück. Oh, das ist ein Wieb Wieb. Bisschen Rüstung geht immer. So, das heißt, wir gehen hier runter. Wir können den aber wegmachen da oben, ne? Und das wäre schlecht. Hier ist zu viel los. Machen wir. Oh, das war eine gute Idee, dass wir die hier machen. Ich habe den hinter mir nämlich gar nicht kommen sehen. Komm, bau dich ab. Sehr schön. Einfach abgebaut. Was ist denn hier? So viel. Okay. So, wieder hochkommen. Ich habe kein Leben verloren. Könnt mir gar nichts. Ich habe kein Leben verloren. Ich bin immer noch voll im Saft. Ich komme nicht durch. Das ist. Die haben eiserne Verteidigung einfach. Komme ich da nochmal. Boah. Das da, aber da oben ist keiner mehr. Wir können ja direkt dahin gehen jetzt. Ach nee, der ist da oben. Lass die mal hier hochkommen. So. Jetzt gleiten wir mal schnell rüber. Und dann bringen wir das schnell. Einfach Ninja-Fische. So, Coolbombe hier rein. Irgendwie stelle ich mich gerade echt schwer an bei dem Level hier.
war irgendwie schwer. Irgendwie bin ich hier nicht weitergekommen. Das ist Etage 12 gewesen, ne? So. Glückskombo. Guck mal, extrem ist geblieben. Muss man im Auge behalten. Absprung zickzack. Ja, ich finde, aber die Paletten sind auch alle nicht so geil. Die Paletten nicht gut, die wir hier zur Auswahl kriegen. Wo war das gewesen? Das war bei dem, wo wir mal so guten Run hatten, bei dem Blaster. Da haben wir gute Paletten gehabt. So richtig mit Schaden und so. So richtig krasse Dinge. Ach stimmt, die können ja auch einfach so. Stopp! Stopp jetzt! Boah, sie ist alle wirklich ganz runter. Schade. Ja, ein bisschen wegmachen. Das halt. Jo, nicht gesehen. Gut, dass da die Line war. So, das heißt, die Fische sind da unten. Wenn die nachher alle auf einem Fleck sind, könnte ich den Kuhbaum reinjagen. Zwei fehlen noch, die sind alle da hinten in der Ecke, ne? Kriege ich das da hin? Ja. Risky. Risky. Die haben mir, hätte das nicht geklappt, hätten die mir richtig hart in den Nacken gehaucht. Hier, Ladungsspeicher. Erlaubt das breit behalten aufgeladene Angriffe für längere Zeit. Eigentlich ist das eher so ein Sniper-Ding. Hier, Gefahr. Da gibt es die Gefahr. Beweis ist gepostet. Ich schaue mal nach der Waffe. Du bist dran. Aus dem Internet kopiert. nein, hast du. Mega gut. Ey, das ist krass. Das ist mega gut. So. Hallo Franke. Franke, ich bin unter Druck. Ich glaube, jedes Splatoon-DLC hat mich fertig gemacht bis jetzt. Bis zum Endboss lief es immer. Immer gut. Aber danach war alles Katastrophe. Das hier ist natürlich alles quasi nach dem Endboss. Ja. No pressure, no diamonds, ne? Ist das doch hier. Und wenn ich nicht ein Diamant werden kann, was wäre denn dann? Also ich bin doch Rohdiamant schlechthin. Man muss mich nur richtig pressen, dann wird das schon. Eieieiei, ich habe ein bisschen viel gelagert hier. Shit. Okay, ich mach das Ding zu Ende. Alles andere. Hier ist zu viel. Hier ist zu viel. Passt. So, Franke, wie läuft Final Fantasy? Wenn du sagst doch eh mal, dass du das spielst. So, wir haben eine Klebetinte. Klebetinte ist cool. Aber bei der Kleckser. Ja, mit dem Kleckser kam ich auch echt gut parat. Der Kleckser ging schnell. Mit dem Schirm war sehr frustrierend, mit dem Pluviator. Hier, Schaden, Hauptwaffe nah. Das ist geil. Aber das ist Gefahr. Gefahr ist immer schwer. Aber es wäre es eigentlich wert, ne? Wir probieren es. Wenn es schief geht, dann ist das so. Ich habe letzte Woche meine erste Ultimate geschafft. Ultimate. Also ich kenne jetzt Ultimate halt nur
Boah, ist das ein großer Bereich. Bei einer Ult zünden. Ultimate ist aber wahrscheinlich eine Art schwerer Raid, ne? Bei Final Fantasy oder was? Boah, ist es dunkel? Nee. Doch. Was ist das? Ach, das sind die! Boah, wenn nur die kommen. Mal gucken. Der Fettsack. Eins. Zwei. Irgendwo war noch ein Pullermann. Da, Dicker, weg. Zu spät, der war zu spät. Passt. Oh, geschafft. Dunkel? Guck mal nach Orbs. Und? Ne, keines da, sorry. Leider Mimik. Obwohl, da wäre ja eins da. Aber ich bin ja schon wieder dumm. Also, ja, wir haben es. Wir haben alle drei Beweise. Ja, da sind wir ja sicher. Geh mal raus. Ich habe schon alle Aufgaben. Fühlte mich voll sicher. Ja, Mimik, leider falsch. Super. Jupp, einer der fünf schwersten Raids. Und dann Glückwunsch, Franke. Mega gut. Der Kleckser war in dem DLC meine schlimmste Waffe. Onin. Echt? Der Kleckser? Krass, du hast alle Waffen gemacht? Auch Pluviator und so? Da muss man etwa 15 Minuten fast fehlerfrei spielen. Ja, okay, das mache ich ja regelmäßig. 15 Minuten fehlerfrei ist ja jeder Stream von mir. Die Just-Chatting-Zeit. Und einen wunderschönen guten Abend, Onin. Wie geht es bei dir? Gutes Wochenende bis jetzt. Bewegungsdrohnenlader, Drohnenlader Turbo oder Drohnen? Alles nur Drohnen. Drohne. Wir verteidigen gegen eigentlich echt fit, ne? Sollen wir das machen? Ja, komm. Solange es nur eine Fläche ist, geht das ja ganz gut. Ich habe alle Waffen mehrfach No-Hack gespielt. Was hat... No-Hack? Komplett ohne Erweiterung? Vermutlich war das Problem, dass der Kleckser meine zweite Waffe für No-Hack war und ich da noch kaum Übungen mit der Challenge hatte. Achso. Kann man die Hacks wieder rausnehmen? Habe ich noch nie geguckt, tatsächlich. Guck mal, wir haben ein... Okay, wir haben eine Fläche. Das ist schon mal gut. Da läuft sich schon mal. So, wo kommen die jetzt her? Nur die drei Orte? Ja. Ich denke, das sollte gut gehen. Wir müssen dann gucken, dass wir diesen Kugelsack da auf der Luft holen. Sollte das eigentlich gut passen? Den dicken hier auch schnell. Dann die Kugel daneben. Die ist auch weg, sehr schön. Der ist auch weg. So. Läuft gut. Man kann Hacks deaktivieren. Es gibt sogar einen Hack, der die Perlen erhöht, wenn man weniger Hacks nutzt. Ist der einzige, den ich für No-Hacks-Runs erlaube. Erlaube? Ist das so, wenn ich so einen mache, dann kommt so... Nee. So nicht, bitte von vorne. Drohnenklecks-Bombe. Schon wieder hier. Glückskombo-Maximum. Meine Dropbox ist voll. Ja, geil. Interessiert mich gerade aber nicht. Diese Dinger. Und das hier.
No Hack Run. Wie viele Etagen gibt es? 30 Etagen. 30 gibt es insgesamt. Es gibt auf Etage 10, 20 und 30 einen Boss. Wir sind jetzt auf Etage 17. Ja, ich hab's gesehen, dass ihr mir gerade im Nacken aufgelauert habt. Komm, mach dich zu hier. Bisschen Rüstung. Ah, die kleinen. Keinen Süßen hier. Oh, ihr seid nicht mehr süß. Boah, shit. Boah, ihr seid überhaupt nicht süß. Ihr habt mich fast gekillt. Oh Gott, die sind so schnell, dass ich das so hart unterschätze gerade. Holy, da habe ich mir fast die Unterhose wechseln müssen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann ich das mit der Kugelbombe? Wie weit komme ich damit? Mit der Kugel. Ja, geht. Kriegt nicht so viel. Boah. Das sieht da super entspannt aus. Ja, genau. Danke. Das liegt an mir. Das ist, weil ich verstreue diese Entspanntheit. Ich strahle sie aus. Nicht so wie am Montag. Da habe ich ja fast nur geweint. Der Stream hat mich dazu motiviert, auch noch einen Splattering No Hack Run zu spielen. Splattering ist vermutlich die leichteste Waffe. Sag das doch nicht so! Ja, genau. Nein, das liegt an mir. Das ist nicht die leichteste Waffe. Aber das ist so gemein. Guck mal hier, ein Automaten. Aber es freut mich, wenn ich dich motiviert habe, das zu tun. Das ist das, was am coolsten für uns ist. Wenn wir streamen und einer aufgrund des Streams etwas macht. Das ist mega cool. Das gibt uns richtig viel. Und wenn ihr uns das so mitteilt, finde ich super. Finde ich gut. Ja, das... Guck mal, was dein AOE schon sagst, ich kann den mal hier ein bisschen vergrößern. Das wäre ganz cool. Schwierig. Wir lassen die Automatenecke wieder weg. In der Hoffnung, dass das klappt. Geben wir jetzt ein bisschen eine andere Taktik. Ab 20 nehme ich die Automaten mit, weil ich dann 20 mehr Angst habe. So, wir müssen von rechts in die Mitte und dafür einmal quer über die Map. Ja. Kriegen wir hin. So, wir gleiten einmal rüber mit unserem Splatling in unserem linken Arm. Das ist unser starker Arm. Ich kann hier Tintenball setzen. Oh, fliegt der weit! Warum? Ich will das da haben. Dankeschön. Wir müssen das Ding da wegkriegen. Aber erstmal die hier. Die CD nehmen wir mit, auf jeden Fall. Da. CD ist cool. CD ist mega cool. So, ich würde sagen, wir gehen mal gerade den da wegmachen. Der ist ja ultra nervig. Ich krieg den nicht weg. Es kommt zu viel raus. Zack, zack, zack. Ist die noch ein bisschen wegmachen, in der Hoffnung, dass kein weiterer von diesen Schwärmen da rauskommt. Wo ist unser... Da, noch ganz oben. Okay. Schnell hoch, bevor wirklich einer von denen nachspawnt. Dass wir zumindest hier schon mal etwas an Checkpoint kommen vielleicht. Ich höre ihn doch schon wieder. Aber diesmal kriegst du die direkt da rein. Jetzt hast du nämlich noch deine anderen da. Das bringt uns auf jeden Fall viel mehr, wenn wir den recht schnell machen, während die anderen noch das spawnen. Dann haben sie alle auf einen Schlag. So, erster Checkpoint ist immer angekommen. Das müssen wir dem noch vollenden. Okay, vollendet.
bisschen cleanen. Dass wir es das nicht zu schwer machen nachher, wenn es zu viel ist. Es ist zu viel. Da mitten rein erstmal. Sehr gut, sehr gut. Den war gut. Nehmen wir. Den noch weg. Das ist ein neuer. Machen wir auch direkt hier mit der Kuhsammlung wieder rein. Wo ist da? Dass wir den Checkpoint auf jeden Fall noch mitkriegen. Warte, nee. Das ist schon das Ziel. Das ist schon das Ziel. Nehme ich. Sehr gut. Automatenecke. Vor dem Boss. Färbebodenschaden. Das ist schön. Das nehmen wir. Der Moment, wenn man dreimal hintereinander denselben Chip bekommt. Wenn das ein guter Chip ist, dann ist das schon ziemlich geil. Zwei Zonen. Das ist das, wo man die ganze Zeit hin und her springen muss. Ob das jetzt das Richtige ist, werden wir sehen. Okay. Dann gehen wir mal rüber. Ist uns gerade eh egal, dass der da kommt. So, jetzt haben wir die Zonen. Jetzt müssen wir sie halten. Für 40 Sekunden. Für 70 Sekunden. Ich habe gelogen. Stopp. Okay. Also gucken, dass die Geschosse uns nicht treffen. Da hinten kommt schon so ein Dudelsack. Dass der schnell weg ist. So, die Hälfte ist drin. Der kommt leider zu weit rein. Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, passt, passt, passt. Den machen wir schon mal direkt weg. Da hinten hat es einer eingenommen, da müssen wir nochmal hin. Oh, haben es nicht rüber geschafft. Jetzt dürfen wir es zurückwerfen. Weil jetzt kommt auf der anderen Seite auch am besten, das endet ja nicht. Das heißt, hier wird ja wahrscheinlich auch gleich schon wieder einer kommen. Da kommt er nämlich schon direkt wieder. Machen wir den direkt mit weg. Zähle angehalten, wir müssen wieder rüber. So, haben wir es wieder. 10 Sekunden noch. Die machen wir einfach weg. Ah, perfekt. Da haben wir es. Der war hinten leider schon fast da. So, das heißt, es kommt der zweite Boss. Wir haben noch keinen Automaten mitgenommen. Welcher wäre uns lieber? Ich weiß es nicht. Von den beiden. Wir sind beide nicht einfach. Oh, die Kämpfe, okay. Da müssen wir viel machen in der zweiten Stufe. So, schauen wir mal. Bin aber erstmal guter Dinge. Einen haben wir. Wo ist der andere denn gelandet? Noch gar nicht, ne? Auch. Zweite Welle am Gegner. Da kommt er. Haben wir. Jetzt konnten wir den nicht abfangen, weil die Fische waren. Haben wir. Dritte Welle. Hier rein. Haben wir. Oh, hier ist ein Schirm direkt neben uns. Das ist schlecht. Ich muss hier weg.
mir auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den geben wir schon mal eine Ult rein. Haben wir getroffen damit. Was gut ist. Den nehmen wir mal ein bisschen den Wind aus dem Segel. Und was haben wir den noch hier? Ja, zwei? Nein. Doch, tatsächlich. Komm doch mal zu mir. Den haben wir. Nur noch Detsch. Ja. Alle bekommen. Meine Strap mit automatischen Ecken ist die im Optimalfall erst ab 3000 Moneten zu besuchen. Oh, ich dachte, ich hätte den Schlüssel schon eingesammelt. Damit ich einen Chip dreimal kaufen kann. Gerade eben zum Beispiel drei Färbebodenfärbe-Chips genommen. Okay. Ich habe die mal gerne genutzt, um Etagen zu überspringen. Schaue ich mir das auch mal an. Hallo Dwayne, gib mir deine Energie. So. So, jetzt kommen die schweren 10. Automatenecke. Nehmen wir jetzt erstmal mit und gucken, was wir uns da kaufen können. Wir haben ja 7000 Moneten. Nutze den Automaten. Das Einfärben des Bodens füllt deine Glückskombo-Anzeige. Mehr Glücksbomben von Gegnern. Glücksbomben explodieren der Reihe nach. Das rein. Das rein. Kommen wir nochmal an einem Automaten nachher wahrscheinlich. Vielleicht finden wir da noch was anderes. Und ich möchte meine Permas ja vielleicht auch noch hochsetzen. Aber Dwayne, wie sieht's bei dir aus? Färbeglückskombo Schallkraft. Nee. Ach guck mal, hier ist sogar eins, was wir uns nochmal verdienen können über die Fische. Also gehen wir auf Fischejagd. Wir gehen auf Fischejagd. Noch nicht gespielt. Heute generell oder dieses DLC? 5 Fische. Das DLC. Oh krass. Ist doch schon eine Zeit draußen jetzt. So, wir müssen jetzt diese Fische jagen, Dwayne. Das ist unser einziges Ziel. Es ist egal, ob wir die Gegner außenrum machen oder nicht. So, wir können jetzt hier... Guck mal, die sind alle auf einem Fleck da. Wir haben einfach alle 5... Wir haben alle 5 mit einer Kohlbombe geholt. Wie krass ist denn das? Das ist so gut einfach. Das ist so krass. Das war gut, das war gut. Bist du nicht dazu gekommen? 4 Monate und ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Run zu beenden. Guck mal, Extrem und Gefahr. Das heißt, wir kommen wieder in den Moment, wo ich gleich wieder was wählen muss, was mich killt. Gefahrenzone, Bauetage. Ich sehe mich nicht bei Extrem oder so. Dann müsste ich hier Parsec machen. Dann übergebe ich den Controller. 2 Kugeln. Wo fangen wir denn an? Am besten mit der rechts, weil oben runter. Oder wir fangen mit der oben an. Und dann kann man die so schön hier die reindroppen, bevor noch viele Gegner da sind hier. Ja, die. Oh! Was? Uiuiuiui. Ich habe das nicht gesehen, dass ihr direkt hinter mir seid. So, die ist schon drin. Oh, scheiße. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Oh mein Herz. Wofür jetzt die Kugelbombe? Ich hab nichts mehr.
Oh, mein Herz. So, okay. Das heißt, hier hoch. Die muss jetzt unten hin. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Genau. So, und wenn die da unten reingezogen wird... Stopp, ihr holt die mir nicht weg. Dann sind wir nämlich durch. Aber die schubsen die weg. Okay, es passt. Ich glaube, dass das ein Modus sein könnte, der mir gefallen würde. Das glaube ich auch, Dwayne. Ist ja so roguelike. Light. Extrem auf den ersten 10 Etagen geht meist. Auf 11 bis 20 so nah, ja. Und ab 21 meide ich die auch am liebsten. Es ist schlimm, ne? Ich finde das so schlimm. Hauptverbrauch ist super. Ja, ich möchte weniger. Ich nehme das. Ich tue mir zwar schwer hier mit der Kugel da, mit dem Turm. Aber Hauptverbrauch macht Sinn. So, wo ist der Turm? Da ganz oben. Wir müssen... Okay, von oben nach ganz unten und dann wieder ganz hoch. Das ist aber ein Weg. Boah. Oh nein, ich habe den Absprung verkackt. Okay. Fangen wir mal an. Dann erstmal runter mit dir, Turm. Die Farbe ist schön. Gucken, dass wir irgendwie gerade ein bisschen cleaner werden. Mit dem Turm in Ruhe. Ich zünde die jetzt schon mal. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit für uns. Okay, Checkpoint passiert. Ja. Wie passierte Tomaten, ne? Passieren auch. Direkt wieder die Ult zünden. CD, 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 runter. So, Turm ist unten. Jetzt müssen wir ihn erstmal unten auf die andere Seite bringen. Nur um dann... Okay, der Checkpoint-Bereich ist immer dieser rote. Der dauert halt immer lange. Okay, Checkpoint ist durch. Wir räumen ein bisschen auf. Komm, lass uns nicht so auf die Pelle rücken. Sammeln wir noch ein bisschen Tinte ein. Ja. Die kleinen. Weg, 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 weg. Dankeschön. Dann gehen wir mal hier auf das Laufband. Zack, abgenommen. Weg, paar Kalorien eingespart. Beide weggemacht und den ganzen Turm wieder nach oben. Hier hauen wir uns die Pulver noch ein. Für mehr Zeit für uns. Guck mal, was in der Kiste noch so schönes drin ist. Bisschen Rüstung. Rüstung ist immer gut. Noch ein bisschen Rüstung. So, Checkpoint angekommen. Pulverbombe für mehr Zeit. Und dann reindrücken. Haben wir. Perfekt. Train. Ja, was denn? Ist doch so. Passiert nun mal. Ja. Automatenecke. Guck mal, aber die anderen Sachen gehen tatsächlich. Ich will trotzdem mal gucken, was da drin ist. Warum nicht mitnehmen? Nutze den Automaten. Ne, den nehme ich nicht. Ermöglicht der Perla-Drohne Klecksbomben einzusetzen. Mehr dieser Chips verringern die zum Einsatz benötigten Punkte. Erhöht den Schaden deiner Waffen und der Perla-Drohne. Das ist kaufen. 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 Finde ich gut.
Finde ich tatsächlich gut. Man hat im Modus freie Waffenwahl, aber nur zu Beginn. Also du wählst, bevor du anfängst, welche Waffe, dann musst du die 30 Etagen auch mit dieser Waffe spielen. Und du hast am Anfang nicht alle Waffen zur Auswahl, sondern musst dir die Waffen freispielen, die anderen. Also du bist, wenn du nachher alle haben willst, so musst du einfach mit jeder Waffe einmal bis zum Endboss gekommen sein und den besiegt haben. Hier Gefahr. Drohnenlader Turbo. Toxitinte ist natürlich geil. Würde ich schon gerne nehmen. Ist aber halt schwierig, ne? Bin mir unsicher. Wir nehmen das aber. Toxitinte ist gut. Die Splatling ist freigewählt von mir. Die habe ich im letzten Stream freigeschaltet. Und ich habe gesagt, ich möchte die mal ausprobieren. Habe mich jetzt nicht gesehen, so weit gekommen zu sein. Aber ich sage das ja wohl immer. Und bin ja trotzdem jetzt hier. Also, na, nur mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich sage. Ah, das war's hinter mir. Zu viel hinter mir. Und das auch noch so einer, ne? Ich habe ein Problem. Ein sehr krasses Problem gerade. Ah, ich bin rausgekommen. Ich habe die Rüstung weggemacht. Das ist Sau. So, wo muss ich, wo sind die Fische? Der Anfang war jetzt hart. Okay. Ich sehe sie nicht. Da ist einer. Bleib bei mir! Wir können Freunde sein? Okay, eins. Da, zwei zusammen. Bitte. Zünde. Sehr gut. Vielleicht probiere ich den heute, wenn ich wieder daheim komme. Ach, bist du unterwegs? Bist du bei Monster? Wenn ja, dann grüß sie mal von mir. Gefahr und schwierig. CC. Spezialladezeit. Ja, das ist gut. Nehmen wir direkt mit. Etage 27. Der Klassiker. Ich hätte gerne ein, zwei Chips, um das Set zu ergänzen. Und sie tauchen nicht auf. Ah, das kenne ich. Das war Katastrophe. Das ist echt Katastrophe. Wo fangen wir an? Links. Ich möchte gerne in der Mitte den recht schnell weg haben. Aber zu Beginn ist da zu viel. Ja. Keine Chance zu Beginn. Oh Mann. Modus einfach. Oh Mann. Bring mir es hinter uns. Komm, geh mal zurück in die Mitte, weil den will ich wirklich weg haben. Stopp! Wartet! Mach den weg in der Mitte. Komm. Okay, wir haben den in der Mitte weg. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Oh shit. Oh Mann. Flieht, ihr Narren. So, da sind wir. Lass uns kämpfen.
schon neue nach. Ich warte hier. Okay, ein bisschen aufräumen. Dass ich ein bisschen Zeit kriege. Ja, direkt hier oben hin. Sie kommen schon. Zu früh! Ihr seid früher als die Bahn. Okay, schaffen wir. Einfach durchziehen. Haben wir. So, jetzt den letzten noch. Gehen wir den entgegen, ja, ne? Was soll passieren? Kugelbombe rein einfach in die Seuche. Schnell. Komm nicht hin, ne? Kommt zu schnell raus, die ganze Seuche da. Komm nicht dran. Jetzt. Guter Zeitpunkt. Okay, die Kugelbombe rein. Dann kriegen wir Zeit. Das ist es. Ja. Das ist es. Klasse. Natürlich bin ich einem Gegner Schar gefallen. Ja, das ist schlimm. Du kommst ja gar nicht mehr raus. Bei mir ist das eher, ich hätte gern ein, zwei Chips. Schwupps, Packung leer. Ja. Klassiker von Vasco. Guck mal, jetzt haben wir zwei Extreme drin. Und wir sind Etage 28. Wenn wir Pech haben, ist Etage 29 die Etage, wo alles extrem ist. Aber wir haben eine Toxi gerade. Das ist gut. Die schaffen wir auf jeden Fall. Und dann ist die Frage, was kriegen wir zur Auswahl? Etage 28. So weit war ich nicht mehr, seitdem ich mal beim Endboss war. Oben. Ah, es sind mehr Kugeln, als ich dachte. Lasst sie liegen. Dankeschön. Eine haben wir schon drin. Schon zwei CDs. Zwei CDs schon bekommen. Das ist gut. Hab ich nicht gesehen. Hinter uns ist auch nichts. Okay. Perfekt. Wir haben eine Poolbombe. Könnte uns den Hintern retten. Dritte CD. Wäre cool. Aber hier ist gerade nichts. Naja, so ist es halt. Da ist eine Kugel. Die könnten wir einfach hier runter dippen. Komm schon. Da. Zack. Müsste sie eigentlich rangesaugt werden, wenn die in Ruhe lassen. Ja, haben wir drin. So, und die letzte müsste einfach nur da runter. Mit Schmackes einfach. Ja, perfekt. Perfekt. Oh, wir haben Glück. Schwierig ist zwar schwer, aber wir haben nicht drei Extreme. So, Etage 29. Muss reibungslos funktionieren. Wir dürfen kein Leben verlieren. So, das war der Turm, ne? Nach rechts komplett. Stopp, lasst mich zufrieden. Okay. Poolbombe ist da, das ist gut. Das ist, die Bomben von Perla bringen mir aber auch viel, ne? Muss man schon sagen. Die macht da echt einiges wett.
CD nehmen wir mit. Rüstung, CD, Tinte, Spezialanzeige. Alles im Start. Ein bisschen Comic können wir ein bisschen cool clearen. Ja. Rüstung, Rüstung, Tinte, Tinte, Spezialrüstung, Rüstung, Liebe. Einfach in meinen Rucksack. Es geht hier rum. Sheet. Komm, komm. Ja, sehr gut. Haben wir. Letzter Weg. Einfach rein. Bisschen räumen auf. Guck mal, wie viel wir mittlerweile an Items dazu kriegen. CD. So. Muss erstmal reichen, dass wir ein bisschen Luft haben, um hier weiterzugehen. Ja. Oh nein, der. Arsch. Risiko? Ja, Risiko. Ja, perfekt. Oh, krass. Das heißt, seitdem ich dieses DLC spiele, habe ich ist das zweite Mal, dass ich beim S-Boss ankomme. Und ich habe beim ersten Mal nicht geschafft. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert. So, das ist krass. Aufi. Ja, also, ihr habt Druck gemacht. 5 Minuten bist du oben, hast du gesagt. Ja. Muss auf Toilette. Ich gehe aber nicht gleich. Ah, das wäre doch so schön. Es ist ja jetzt schon schön. Es ist schon schön, dass ich den Boss nochmal sehe. Finde ich gut. Ich weiß, dass er Tentakeln hatte, ne? Ja, genau. Kriegen wir schon hin. Wir haben 4 Leben. Darf man auch nicht vergessen. Als ich das allererste Mal beim Boss kam, hatte ich nur 1 Leben und kam schon bis zur 3. Phase. So. Ja, kenn mich schon. Wir haben schon mit dir gesprochen, Herr Ordnung. 3 Phasen. Die Phase des Angriffs. Die Phase der Verteidigung. Die Phase der Auslöschung. Was macht er? Ja klar, er schickt Gegner. Aber nur von hier. So, zack, 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 zack. 1 ist weg. Was macht er? Er schießt Blubbertinte. Ich habe aber auch gute Paletten bekommen. Wieder. Diesmal, finde ich. Dum, 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 dum. Ja. Zählt das als Phase? Nee, ne? Gibt es nicht. So, erst wenn wir ihn einsauen, ne? So, wir machen ihn mal voll. Haben ihn! So. Kaputt! Er schießt nur. Okay, das gehen wir ja hin. Alles noch gut. Nichts Außergewöhnliches.
auch weg. Nicht gesehen, dass du kommst. Ist mir aber auch egal. Ich weiß nur, dass er nachher die Ults rausgeschossen hat. In der dritten. Ich konnte einer nicht mehr ausweichen. Das weiß ich noch. Die hat mich ja dann getötet. Machen wir den auch voll. Perfekt. Haben wir auch. Ah, es waren nur drei. Das war schon der letzte. Ist das schon die dritte Phase? Oh ja. Das läuft gut. Da bin ich gestorben. Ich habe es nicht geschafft, da drüber zu springen beim letzten Mal. Hier war alles black. Hier, nimm mal eine Coolbombe. Weil ich cool bin einfach. Tentakel. Hier ist noch was. Ah, ist alles kombiniert. Oh shit. Oh, das war gut. Oh shit, das war gut. Ne, da hat er noch was anderes gemacht. Er hat was rausgeschossen gehabt. So Haifische kamen raus beim letzten Mal. Haifische, die hat er noch kombiniert mit dem Strahl. Das war so der Burner einfach. Zack, weg ist der auch. Coolbombe spare ich mir auf. Weil ich es brauche. So, den hier in der Mitte weg. Da, das da. Genau, die. Die kam so ungünstig beim letzten Mal. Das sind wir echt schon in der dritten. Holy, das läuft echt gut. Ach, das ist so Zufall, was der macht, ne? Das war bitter gerade. Okay, ich muss mal gerade ein bisschen was clearen. Jetzt kriege ich dieses Ding in der Mitte nämlich nicht weg. CD, lass uns rocken. Ne, das ist halt immer Glück, was er dann wohl rauskriegt. Kaputt. Ah, sein Schutz geht weg. Hilf mal was. So, drehe ich mich. Okay, passt. Jo! Was war das? Ich habe nicht gesehen, was er getan hat. Keine Haie. Okay, ne. Hier. Das ist das Beste. Das. Oh. Weg, weg. Gucken wir mal rein. Ja, das sieht gut aus. Ich mach dich ganz orange. Okay, nochmal eine Safe-Runde einfach.
habe ja hier gerade genug Tinte, da kann das mir eigentlich gar nichts anhaben. Da kann ich den in Ruhe danach anschießen. So. Ja. Da, ist er das? Oh Mann, ich hab's endlich geschafft! Doch, ich will eine formatierte Welt. Macht sie weg. Macht sie weg einfach. Ah, jetzt hab ich hier meine Cam bei den Texten, aber die passt gerade noch daneben. Danke, SB. Dankeschön. Oh, es ist so schön. Das ist das schönste Wochenende in meinem Leben. Ist die Switch abgestürzt? Okay, nein, es geht noch. ZR. Nun. Was nun? Was mache ich jetzt mit dem Rest der Zeit? Ich habe das bis 0 Uhr geplant. Hast du in dem Run überhaupt ein Leben verloren? Tatsächlich nicht, nein. Ich habe kein Leben verloren. Das habe ich mir abgeguckt. Oh Mann. Ich habe kein einziges Leben verloren. Das ist so ein Nachmacher. Man muss mir das immer erst zeigen. Das ist das Problem. Man muss mir immer erst zeigen, wie etwas funktioniert. Aber dann mache ich es perfekt nach. Und ich habe noch bei den zwei Waffen, wo ich mich am wenigsten gesehen habe, mit denen war ich am besten. Das ist super, versteht das nicht. Die Glibberfratze. Ich war trotzdem schneller. Ha. Nur weil ich Just Chatting hatte. Nein. War's besser. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben es beide geschafft. Das ist es ja. Nein, er tanzt jetzt mit. Oder macht der Fehler? Deine Systeme sind für Loser. Ja, hör zu. Ihr seid cool, wir sind Tentacool, Mann. Jetzt ist Vasco dran. Ja. Zugabe? Davon hat keiner gesprochen. Jetzt gibt's das mit Musik, das ist immer cool, ne? Den ganzen Kampf? Nochmal? Wow. Wow, Sprung rüber. Hopp, auf geht's. Bestimmt unendlich Leben. Da, 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 da. Zugabe ist Pflicht.
Keiner hat von Zubarella gesprochen. Das ist aber hart. Irgendwie. Stirb. Boah, wie schnell ich bin. Zack, auf. Da ist noch was. Boah, jetzt kriegst du mal die Paletten geschmissen hier. Oh nein. Guck mal, wie schnell! Das ist einfach... Hammer. Der Darth Vader des Platoons hier. Er ist auch weg. Mach dich auf! Auch auf. Sehr schön. Der ging schnell auf. Auch auf. Bosskämpfe mit Musik finde ich immer unglaublich befriedigend. So generell. Quatsch. Was ist das? Was ist das für eine Farbe da oben rechts? Sind es meine Infinite-Steine? Macht ihr das jetzt nach vorne? Ich will das sehen, was sie tut. Mach mal. Das ist das einfach. Das ist so ein bisschen übertrieben hier. Ja, warum nicht direkt so? Ja. Das ist einfach so komplett am Durchziehen. Ne? Oh, es juckt alles. Noch eine Zugabe? Bei dem Konzert, wo ich war, gab es mehr als eine Zugabe. Ihr habt alles kaputt gemacht. Doofmatze. Doofmatze. Oh, das müssen wir uns merken. Beste Beleidigung überhaupt. Doofmatze. Ihr Doofmatze. Richtiger Boomer. Ein Doofmatze ist doch junger Slang. Der Ortnuckel. Du hast ein gebufftes Glücksbomben-Set. Leider erst 50% Drop. Chance, aber das wirft noch. Für ein Set vor allen Dingen. Hast du das gespeichert, dass du dann immer dahin zurückkehren kannst, oder was? Ah, das DLC. Wir haben das DLC durch, Mann. Ja, ich guck mal in die Splatling rein. Und dann, wenn wir verkackt haben, dann holen wir eine andere Waffe. Ja, einfach durchgespielt mit der Splatling. Das Bild kenne ich. Ich wurde gespoilert von Hesby. Da. Und... Screenshot. Welche Klamotten findet ihr hier am schönsten? Links. Das Weite. Das zweite von links, so körpereng, oder das dritte, schön orange, farbig, elegant, mit Schüchen, oder rechts, gothic, groovy, grufti, black. Das Bild habe ich gar nicht gepostet. Nee, du hast Danke fürs Spielen, das kommt dann am Ende wahrscheinlich einfach. Das rechts. Ich hab schon gedacht. Stiefel? Diese Stiefel? Ja oder nein? Ich finde die Mütze lustig mit diesen Tintenfischern drauf. Drei, weil Marina. Nein, es geht um die Klamotten, Masko.
geht nicht um die Personen in den Klamotten. Stiefel, ja. Ah, perfekt. Das war, glaube ich, der. Das war der vierte. Ich habe 4 Streams gemacht für Ruf zur Ordnung. Und ich war im zweiten DLC, beim zweiten Stream war ich schon da. Der erste ging ja, glaube ich, nur eine Stunde oder anderthalb. Von 15 auf 30%? Ja, kann man mal machen. Das kann man mal machen. Ah, sie ist einfach der Begriff für die Farbchip-Zusammenstellung. Set ist einfach der Begriff für die Farbchip-Zusammenstellung. Wie man einen Rum bekommt. Ja, okay, das weiß ich. Das klang aber so, als hättest du generell eins. Du meinst jetzt in deinem aktuellen Run dann wahrscheinlich. Gebuffte Glücksbomben bedeutet Glücksbomben plus Explosionskraft und Reichweite. Die Glücksbomben fand ich auch nicht schlecht. Sind die, die dann nochmal auftauchen. Oh, ich fand das von Perlen aber auch nicht schlecht, die Granaten, die geworfen hat. Da habe ich mich sonst gar nicht so drauf fokussiert. Jetzt habe ich das paar Mal hochgedreht und das hat mir so oft geholfen. Ich nehme das unten links in der Ecke. Headset und Brille, da sehe ich mich. Ja, ich wollte mich heute noch rasieren, habe ich nicht geschafft. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Es ist zu spät geworden. Komm zum High. Das ist das erste, was ich, glaube ich, bei VR auf der Gamescom ausprobiert habe. Dann habe ich die VR-Brille bekommen, da konntest du dich irgendwo hinsetzen. Und dann wurdest du in so einem Käfig ins Wasser abgetaucht. Und dann ist immer so ein Hai rumgeschwommen. Da konntest du den immer beobachten. Und der ist dann immer gegen den Käfig geschwommen. Und irgendwann hat er aber diese Käfigtür abgerissen. Und da warst du einfach offen. Und dann ist er weiter rumgeschwommen. Und du wusstest, wenn du das nächste Mal angreifst, bist du einfach am Arsch. Das war ein komisches Gefühl, tatsächlich. Das war ein komisches Gefühl. Ja, und dann kam er dann natürlich auch. Ich hab da schon ein paar, die haben die Brille da abgesetzt. Ja, das war nicht zu heftig. Boah, das heißt, ich kann Splatoon jetzt endlich. Genussvoll so langsam zur Seite legen. Da, danke fürs Spielen. Da kommt der Screenshot hoch. Mit Regenbogen dahinter. Den hab ich gar nicht gesehen bei dir. Ja, der guckt die Kamera. Zack, Screenshot. Grüne Augen einfach. Und zurück. Ah, da kannst du ja nun Salmon Run durchstarten. Ach, stimmt. Ist das nicht jetzt gerade mit den goldenen Waffen? Jetzt, das Wochenende sind doch die goldenen Waffen, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber da müsste ich Mitspieler finden. Goldrotation. Gäbe es Interessierte? Goldrotation heißt, es sind nur Bärwaffen, richtig? Jetzt sind nur Bärwaffen im Salmon Run. Das Spiel weist ja Mitspieler zu. Ja, kann man auch machen. Man kann trotzdem ein paar hinzunehmen, wenn einer Bock hat. So ist es ja nicht. Guck mal. Ordnungsohrring. Ordnungsanzug. Ordnungsschuhe. Ein Emote habe ich auch noch bekommen. Genau. Wäre vielleicht gar nicht. Wirklich gar nicht so schlecht. Mein Run-Versuch ist gerade zu Ende. Bis wo bist du gekommen, Vasco? Oder hast du auch einen Boss besiegt? Emotes sind überflüssig, wenn man die Welle erstmal hat. Die grelle Welle. Die ist so gut. 90%? Was? Übertreib nicht. Ja, die News müssen nochmal sein. Ich glaube, Stufe 13 mit dem Eimer.
cool, dann hast du einen Schlüssel bekommen nach dem Boss. Welchen Boss hast du gehabt? Der letzte Song war ein Wunsch des brüchigen Splatville Rules. Und zwar I. 47 Onward. Was? Von Deadfish Feet Tentacool. Das ist Musik aus Inkopolis, aber wir sind ja Splatville, Anarchie. Ja, es tut mir nicht so, Nuri. Ich weiß doch, dass du die eigentlich ganz toll findest. Ja, perfekt. Und wir machen weiter. Und nächster Screenshot. Bam. So sehe ich das. Genau, Welttournee. Das haben sie ja endlich wieder befreit. Fünfmal hintereinander. Die Kugel. Ah, die Kugel ist cool. Du hast jetzt die Splatling-Palette freigeschaltet? Ist das Glück, welche Waffen man freischaltet? Weil ich habe mein Splatling ja erst ungefähr bei Tor 12 oder so bekommen. Dann hast du die früher bekommen? Dann hatte ich einfach nur Pech, dass bei mir die Waffen gedroppt sind, die mir einfach nicht liegen, wie Pluviator und Splatana und sowas. Okay, ich hatte einfach Pech mit den Waffen. Ja, so ist das. Und trotzdem haben wir es geschafft. Genau, macht Beute, Leute. Im fünften Türchen. Splatling? Kann ich nur empfehlen, hat super funktioniert. Das ist der Dekaturm, das berühmteste Gebäude im Inkopolisplatz. Im Erdgeschoss findest du die Lobby für Online-Kämpfe. Erklärst du mir jetzt Inkopolis? Ich war doch schon mal auf Inkopolis. Kate. Ja, so ein Spieleladen wollte ich ja mit Chespi gegangen sein. So mit diesem. Ich muss das irgendwann mal mit irgendwem machen. So dieses Lavaboden-Gedöns, wo man immer so lang springt. Das noch nie gemacht. Ich meine, das ist auch das erste jetzt in Europa, ne? Und das ist bestimmt super lustig. Es war des Todes anstrengend, wird das sein. Gehen wir nochmal zur Sektorordnung. Du bist auch ein neues Video, das noch nicht hier war. Ach, papalapap. Ich war immer hier. Ja, okay, stimmt. Danke nochmal, dass du mit dem schrecklichen Plan von Ordnung ein Ende gesetzt hast. Ja, gerne, gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Manchmal. Es gibt Probleme mit den Paletten. Ach, guck mal, was da Schönes gemalt wurde. Ich meine ja, dass die Paletten Teil der Seele von jemandem sind, der ins Memoversum entführt wurde. Das hätte nie passieren dürfen, aber Ordnung hat sie durch die Entführung wohl in Paletten verwandelt. Ja, Pech. Anscheinend wurden die Sicherheitsmechanismen zum Schutz der Eigentümer der Seele sabotiert. Ein schwerwiegender Sicherheitsmangel. Und ob. Und solange nicht behoben wird, könnte er schreckliche Folgen für die reale Welt haben. Wenn wir eine Palette zum Kontrollraum ganz oben in den Turm bringen, können wir die Einstellungen anpassen und das Problem beheben. Aber man kann immer nur die Palette sichern, die man gerade dabei hat. Der Turm müsste also für jede Palette erneut erklommen werden. Und aus den Schließfächern kommen immer noch Signale von Paletten, die wir noch überhaupt nicht gesehen haben. Okay, hier der Plan. Erst schleppen wir uns die Paletten, dann schleppen wir jede einzelne davon den Turm hoch. Klingt aber nach einer ziemlichen Unterfangen. Das sieht hier keiner. Keiner sieht das hier bei mir. So, keiner möchte das. Und nein, ihr braucht das jetzt auch nicht zu schreiben, weil ich weiß, dass das keiner möchte. Einschließlich mir selbst. Für meine Seele. Für meinen Seelenfrieden. Doch je eher wir uns ranschmeißen, desto schneller ist die Sache überstanden. Nummer 8 ist unschlagbar. Und dazu wir 3? Ja, das schaffen wir mit 2 linken Tentakeln. Genau, Perla. Ach, das wird spitze.
Aber so hast du Content, bis Splatoon 4 rauskommt. Also das Spiel schon wieder angefangen. Wo bleibst du? Wo bleibst du? Immer dieser Stress. Gehen wir mal hin und schauen, wer es ist. Oh, das ist ein... kenne ich nicht. Ein Schließfachschlüssel. Ordnungsplätzchen. Stimmt, die schaltet man jetzt auch alle frei, ne? Jetzt müsste ich die alle durchspielen, um die freizuschalten. Das ist ein ganz schönes Unterfangen. Wie gesagt, alle Paletten zu schaffen ist nicht schwer, wenn man etwas Zeit hat. Das einzige Knifflige an den 100% neben Chip-RNG ist ein Abzeichen. Was brauchst du für dieses Abzeichen? Das hast du gut erkannt. Mach mal. Danke, ich habe vieles erkannt. Ja, der Hack-Risikobonus ist endlich fertig. Je weniger Hacks du beim Abschluss des Turms der Ordnung verwendet hast, desto mehr Perlen bekommst du. Sogar bist du dreimal mehr. Aber du musst den Turm abschließen. Wenn du es nicht schaffst, gibt es halt gar keine Perlen. Ja, wow. Was ein toller Spaßmodus. Das, ja. Wenn du den Dreh raus hast beim Abschließen des Turms und keine Hilfe mehr brauchst, dann solltest du diesen Hack unbedingt ausprobieren. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich, es ist eine tolle Sache. Sollte man mal gemacht haben. Diese Motivation, die einem das Spiel gibt. Ja, es ist so. Man muss die letzte Waffe, die man bekommt, mit vier oder weniger Hacks spielen. Okay, grandios. Grandios, das ist, also, da sehe ich mich. So, ich möchte nicht sagen, da sehe ich mich nicht, aber... Mutiger Octoling, ich habe deinen Erscheinen bereits erwartet. Cypher. Du bringst Veränderungen in diese Welt. Und es macht noch mehr Veränderungen kommen. Die von dir gebrachte Veränderung ist unvollständig. Sie fühlt sich aber vollständig an. Und dieses Gefühl kann mir auch dieses Glubschaugen-Violett-Ding mit seinen zwei Nasenringen da, die an seinen Nasenhaaren runterhängen, nicht geben. Was ist das? Was ist das überhaupt? Das der ist so cute. Mein bevorzugtes Zahlungsmittel für die Abwicklung von Geschäften sind Perlen. Meine Lieferung erfolgt per Lobby-Terminal. Ich hoffe, du findest bei meinem Zeug etwas, das dir zusagt. So, parodierendes Andante. Okay, das sind diese Endgegner. Unvollständiges Puzzle. Wow. Warum soll ich ein unvollständiges Puzzle holen? Das macht einen doch unruhig. Ein Feierpfannkuchen. In der richtigen Pfanne werden die auch was. Dann sind es, sonst sind es ja Klebpfannkuchen. Oder Kaiserschmarren. Bilderbuch voller Erinnerungen. Bei uns waren das eher Feierpfannkuchen. Das war gut. Ganz tolle Sachen für den Spind. Er braucht alles gar nicht. Aufkleber. Der ist cool. Also der gefällt mir. Der gefällt mir auch. Ich mag so Pixeloptik, finde ich sowieso sehr geil. Deswegen mag ich auch so Spiele in Pixeloptik eigentlich ganz gerne. Perler Hintergrundbild. Oha. Hat hier was an? Banner. Ganz schön teuer, der Quatsch. Okay. So, was haben wir denn hier? 15, 40 Perlen. Ein Drittel der Schließfläche haben wir jetzt ungefähr offen. Wow, danke, dass du mir das noch so sagst. Nicht, dass ich das schon sehen würde. Ja, ich weiß. Auch wenn es Waffen sind, die nicht so ganz dein Geschmack sind, Nummer 8. Das sind 80% der Waffen in Splatoon. Mit meinen Hacks schaffst du den Turm vielleicht trotzdem. Sag einfach Bescheid, wenn ich helfen kann. Ah, Marien, das Dev-Tagebuch erhalten. Und, was kriegen wir für eine Waffe? Den Roller. Okay, Roller ist cool. Roller sehe ich mich. Der löst Freude aus in mir.
Ich habe schon viel zu lange nicht mehr mit Aioli gesprochen. Hoffentlich geht's ihr gut. Aber im Fernsehen scheint es ja ganz gut für sie zu laufen. Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass es mit Aioli jemals nicht gut läuft? Nein, kann ich mir nicht. Kann mir gar nichts vorstellen. Vorstellungskraft ist einfach auf Tiefpunkt. Von dem was... Ich war doch gerade bei dir. Was willst du denn jetzt noch? Ach so, du hast dein Sortiment einfach erweitert. Nur weil ich am Schließfach war. Das ist ein schöner Banner. Ausrüstung. Der Roller ist interessant, aber die witzigsten waffenabhängigen Builds funktionieren mit Blaster und Sniper. Blaster habe ich ja bis zum Boss gespielt, bin ich leider nicht durchgekommen. Bis zur dritten Phase. Ah, Sniper, ja. Ja. Beim Konzentrator fehlt immer so ein bisschen die Konzentration. Hier, das ist Hespi. Das habe ich geholt hier. Momoneten, da habe ich am Anfang alles reingepudert. Deswegen habe ich keine Leben gehabt. Weil ich wollte, gewährt ihr mehr Momoneten für den Abschluss einer Etage. Ich wollte... Weil mein erstes Ziel war ja gewesen, dass ich alles freispiele. Und da habe ich gedacht, jo, treibst du die Momoneten erstmal hoch. Weil wenn du die hast, dann holt das ja irgendwann auf mit der Zeit. Blaster mit 5x Feuerrate. Ja, Blaster habe ich sehr, sehr gute Paletten bekommen. Das ist einfach nur noch eskaliert. Ich habe trotzdem verkackt. Oh, ich kann weitere Automaten reinmachen. Das ist cool. Automatenauffüllung. Ach, das ist das Ändern, ne? Rabatt ist eigentlich auch nicht schlecht. Gegnerschwächung. Ne, Bossenthüllung. Das sind die ganzen Drohnensachen. Das hier war das, die so geil war. Wo ist die? Nee. Ach so, das sind nur Zusatzdinger, die sind nicht aufgelistet. Schade. Farbstückverdopplung. Es sind halt schon viele coole Sachen hier drin. Aber das wird so teuer. Ich meine, wenn man das alles hat, kann man wirklich mit allen Waffen durchspielen. So ist das nicht. Kostet halt wirklich Zeit. Rüstungsregeneration, Rüstungsmaximierung. Die du geistig tragen kannst. Achso, nee, Schadensreduzierung. Das ist interessant. Werde ich eine kaufen können? Drohne macht auch Spaß. Einfach daneben stehen und zuschauen, wie Perla regelt. Ja, das hat die gerade auch viel gemacht. Heißt das, wenn ich das kaufe? Genau, schaltet Sharp, einfach nur Farbchips frei. Aber ich habe ja Farbchips für Drohnen. So ist das ja nicht. Drohnenaktionsplätze wäre für wenig Geld auch was, was man gut was mitmachen kann. Aber ich habe immer gern so die Klassiker. Zack. 400, das letzte. Das ist halt schon krass. Aber du schaffst halt mehr. Ich lasse das so. Wenn ich das... Ich werde das wahrscheinlich wirklich nochmal spielen. Also jetzt? Desto mehr Plätze, desto mehr kann Perla. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Definitiv. Und die Paletten sind jetzt so. So, wir haben jetzt hier, guck, 3 Schlüssel sind da dran. So, wir müssten in der Theorie, um alles zu sehen, bei allen Waffen 3 Schlüssel machen. So, die Frage ist, wollt ihr, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal auf Toilette. Wo Gellen? Gellen, wie gesagt, oder was heißt wie gesagt, habe ich eben erst auch lernen müssen, werden die zufällig freigeschaltet, in der zufälligen Reihenfolge. Das heißt, bei dir könnte vielleicht auch eine Gellen schon ganz am Anfang rausdroppen. Ich habe jetzt eine Palette in 17. Okay. Ich wundere mich, dass die Zahlen hier auf der anderen Seite anders sind. Also in 17 und in 21 drin. Was das dann sein soll. So, das heißt, da könnte immer noch eine Gellen kommen. Gellen gehört zu den Kleckern und Klecker hatte Meta schon. Ach so.
Dann gibt es den gelben wirklich tatsächlich nicht. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. So, ich... Die 1000%, wie die Leute es nennen, beinhalten noch alle Infos von Gegnern und Chips freizuschalten. Gegner sind leicht, Chips sind da. G, 100% alle Waffen abschließen, ist deutlich angenehmer. Ja, das würde mir auch reichen. Wie geht's eigentlich? Ich würde gerne hier dieses Schließfach hätte ich gerne einfach komplett geöffnet. Das fände ich halt cool, wenn das Schließfach komplett offen wäre. Das war eigentlich mein Hauptziel gewesen. Wir können auch gerade mal ins Dev-Tagebuch gucken. Vor 11 Monaten wurde das hier geschrieben von DJ M. Ruina. Ja, endlich. Beim Durchsuchen des Systems von Kamabo und Co. konnte ich die streng geheimen Daten von Kommandant Tata finden. Damit verstehe ich endlich, wie der Sanitierungsprozess abläuft. Und werde ihr alles genau beschreiben. Ja, durch die Sanitisierung werden dem Individuum Gedanken und Erinnerungen entzogen und in physischer Form gespeichert. Souvenirs sind das dann. Die kommen dann in den Spind. Nach dem Vorgang verbleibt die Seele als eine Art leere Hülle. Das Einfügen von Füllinformationen in jede Hülle ermöglicht bedingungslose Kontrolle über das Individuum. Meine Annahmen sind damit bestätigt. Annahmen. Aber das freut mich ganz und gar nicht. Genau das Gegenteil. Ob die Sanitisierung wohl auch Nummer 8 alle Erinnerungen geraubt hat? Doch, es gibt auch Hoffnung. Wenn wir den sanitisierten Seelen ihre Souvenirs zurückführen könnten, ließe sich der Vorgang womöglich rückgängig machen und damit das Individuum wieder zu dem machen, das es früher einmal war. Ja, ich brenne fast vor Eifer. Flamme, Flamme, Flamme. Projekt Memoversum startet offiziell mit provisorischen Namen und so. Herr Cuttlefish sprach manchmal von Seelen und es klang nicht so, als wäre es reines Philosophieren. Erst weiser, als ich dachte. Naja. Aber ich mache ja auch andere Sachen als nur hacken und forschen. Mit Tentacool geht's echt klasse. Alles ist fertig für die Welttournee. Die Songs sind alle geschrieben und die Proben laufen einfach spektakulär. Die arme Perla weiß gar nicht, was sie in freien Momenten anstellen soll. Sie hüpft fast nur so vor Aufregung. Je schneller die Tournee beginnt, desto besser. Ach, mein Leben ist im Moment so voll mit schönen Dingen. Mein Herz schlägt förmlich. Saltos. Oh, hol dir am Level-Terminal ab. Leitfaden. Ein neuer Titel. Umschwärmendes Languendo. Paradierendes Andante. Ordnungsruf erweckter, Ordnungsruf erweckte. Da, 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 da. Haben wir doch alles hier. Soll ich ja wohl nie wieder blicken lassen. Ach stimmt, das meinst du mit Farbchips, ne? Es gibt ja manche... Ich habe 108 Perlen erhalten, einfach so! Einfach so! Ja, Mann! Guck mal hier, ich habe gar nicht so wenig Paletten. Jetzt müsste man sich aufschreiben, welche hier fehlen. Oder beziehungsweise aufschreiben, die man hat. Damit man bei der Auswahl genau die nimmt, die man hier noch nicht hat, wenn man das voll haben will, ne? Ja, 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 ja. Nein. Ah, hier können wir doch gucken. Da, mein erster Run, Etage 10 gescheitert. Zweiter Run, Etage 10 gescheitert. Ah, da war ich frustriert. Ich habe beides Mal diesen Boss gehabt bei Etage 10. Da war ich frustriert. Etage 20. Schon wieder beim Boss gescheitert, aber ein anderer. Schon wieder dreimal die Doppler gespielt. 10, 10, 20. 12.000 Punkte. Ja. Mit dem Kleckser bin ich direkt bei Etage 5 gescheitert. Bei Etage 5, das musst du dir mal vorstellen. Etage 17 mit dem Kleckser gescheitert. Etage 6 mit dem Blaster gescheitert. Dann Etage 30 gescheitert. Das war bitter. Erledigt durch. Ah, so ein kleines Vieh. Okay. Mit dem Proviator Etage 10. Da haben wir nochmal den Kleckser probiert bis 21. Hier, Vasco. Vasco, wir haben den Eimer probiert. Das war im letzten Stream. Mit dem Eimer sind wir bis auf 27 gekommen.
Und jetzt heute geschafft. Wir haben es geschafft. Etage 30. Bei der Auswahl kannst du dir auch keine Übersicht anzeigen lassen. Chips brauchen alle drei Punkte oben dran, um komplett zu sein. Oh. Haha. Was heißt das? Muss ich die dreimal gekauft haben? Proviator. Stufe 5 bringen. Ja, okay. Das ist komplett uninteressant für mich. Das interessiert mich nicht. Das wird mich interessieren. Schließfach wird mich interessieren. Die Waffen würden mich interessieren. Die Waffen freizuschalten würde mich interessieren. Es würde mich interessieren. Das Death-Tagebuch. Das würde mich interessieren. So, es gibt ein paar Sachen, die würden mich schon im DLC interessieren. Da, ich will nochmal in die Lobby gerade zurück. Schneller, damit wir Sniper auf Stufe 5 bringen, ist interessant. Nein, ich spiele einfach die Paletten, die passen. Nee, ich möchte nicht. Ich möchte nicht auf den Unkopolis-Platz. Ich möchte das neue. Einfach. Guck mal, ich habe 300. 337. Muscheln! Ich werde dafür gehatet. Gehatet dafür, dass ich das nicht nutze. Das gibt eine Sniper, die nicht mehr geladen werden muss. Ja, als ob. Was hast du da? Ein Sniper-Maschinengewehr oder was? Ach komm. Ich bin jetzt in die Lobby gegangen, damit ich hier wieder rausgeschmissen werde. Was für eine Verschwendung an Muscheln. Ich wusste es. Wir haben 21.11 Uhr. Lass uns die Arena wechseln. Einladung zum Spielen erhalten. Echt? Wer lädt mich denn ein? Tubal hat vor 34 Minuten seine Schicht angefangen. Keine Ahnung. Ich wüsste nicht mal, wo man die Einladung sieht, tatsächlich. Hesby, Tubal und Fire links ist online. Komm mal, Kapsel können wir noch mitnehmen. Gerade schon mal bei den Spins bin. Gibt es noch was von euch? Kenne ich nicht. Jumbo. Hesby. Hat sich nicht mehr geändert, ne? Rahmen, Gitarre, Kopfhörer, Kissen, Bilder. Dass die Rahmen nicht angeknabbert sind, ist auch einfach alles. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich wünsche mir einen größeren Spind. Es ist einfach. Er ist sehr klein. Ist wirklich sehr klein. Das Hintergrundbild ist ganz cool. Ist das ein Keyboard mit einem Monitor? Zoomen kann man nicht, ne? Ein paar Sticker einfach draußen. Doppler. Du musst die Doppler auch mal so spielen, wie sie gedacht sind. Ausweichen und schießen. Wenn du schon hier Doppler-Sticker hast. Ich wünsche mir von dir einen schöner dekorierten Spind. Ich habe einen Traumspind. So spiele ich die doch. Achso, beim letzten Mal hast du gesagt, du spielst ihn nicht so. Nein, Tubal, funktioniert das nicht. 2000 Schaden, da brauchst du gar nichts anderes mehr zu machen. Tubal ist sogar direkt daneben, Alter. Was ist denn das? Ach komm, Hesby, also da ist doch wohl meiner besser als... Ja, einfach. Das ist doch nur reingeworfen. So ohne System. Guck dir mal diesen Dicken da oben drauf an. Das ist doch nur Punkt. Oben das Foto ist schön. Wenn wir Platz mal ein System haben. Wen haben wir noch? Den Noah. Hier, das ist... Das ist System. Guck dir das mal an. So clean einfach.
Teufelchen Vasco. Das ist, der ist. Der liegt zu Hause wahrscheinlich auch auf so einem Kissenbett. So, dann. So viele Splatoon-Kissen. Ich habe zwei zu Hause. Das gelbe und das orangene habe ich zu Hause. Aber Vasco übertreibt halt immer einfach. Komplett broken. Was macht er, wenn jetzt noch ein Kissenfarbe rauskommt? Was steht da? Kuschelspind. Was ist das für ein Emote? Cozy. Da spricht nur der Neid. Ich bin voller Neid in allen Belangen. Loon. Nice. Ein grüner. Ein Nintendo. Ach, guck mal, der hat hier beide Varianten von dem Disperser da drin. Den Feindisperser. Den normalen Disperser. Das eine sieht fast schon aus wie so ein Herr der Ringe-Buch. Auf jeden Fall irgendwas sowas Altes. Der hat draußen gar nichts angebracht. Aber der hat genauso einen. Was ist das, ein kleiner Spind hier? Genauso einen kleinen Spind wie Hespi. Tubal, wo kriegt man die großen Spins? Sind die nicht auch bei der Katalogfrau? Khajiit, ah. Ja, da sind die Doppler wieder. Schöner Hut, Tasse. Außen ist auch noch was. Kenne ich alle nicht. Da. Guck, ich habe einen Totenkopf. Ich habe einen Grippe. Ich habe die komplette Map. Ich habe die Map, die ist zusammengesetzt hier. Guck, das ist... Wenn ich mal auf Bearbeiten gehe, kann ich, die konnte ich doch irgendwo zoomen, oder? Da. Wow, das war's. Da, guck, siehst du, wie das aufleuchtet? Das sind alles Einzelteile. Ich habe diese Map aufwendig, ich habe die wirklich aufwendig hier drauf zusammengepuzzelt. Ja? Das ist die komplette Singleplayer-Map, die du nur freischaltest, wenn du alles freigelaufen hast. So war das, glaube ich, gewesen. Und guck mal, das ist, ich habe hier Stunden gesessen und habe da gepuzzelt. Ja, das sollte man auch mal ein bisschen wertschätzen, finde ich. Und ich, hier komme ich hier wieder raus. Da. 5 Minuten. Nein. So, und das hier, das ist, dass die Flasche so stehen bleibt, das war auch gar nicht so einfach. Schöne Holzoptik genommen. Ja. Das ist, den aus dem Buch einfach. Finde ich gut. Gefällt mir. Das ist einer der besten Spins, die ich jetzt heute hier gesehen habe, muss ich sagen. Wenn überhaupt. Nein, komm. Das war schwer. Weißt du, wie klein das ist? Ihr seid echt fies. Gehen wir gerade mal hier hin. Zeug abholen, genau. Etage 30 geschafft. Und neue Palette. Zack. Titel, Titel, Titel. Dev-Tagebuch. Perfekt. Haben wir alles geholt.